Ja, jetzt habe ich schon ein Problem. Jetzt muss ich stehen bleiben. Vielleicht kann ich Nee. Guckt euch da. Guckt ihr da. Das ist doch echt nicht wahr. Wie sie mich einfach auseinandernehmen. Ach Mann, das ist echt nicht so ganz einfach. Wie der größte Kacknapp, Alter. Ja, komplett graues Gier. Ja, und jetzt heilt er sich wieder, der Dreckskerl. Das ist doch echt nicht wahr. Den nehme ich jetzt mit. Ist mir scheißegal. Oh, jetzt kannst du mich meinetwegen erledigen. Ja. Dreckiges Kackviech. Sorry, aber langsam werde ich ein bisschen Akku. Ich meine, der Part geht jetzt schon wieder 15 Minuten lang. Und was haben wir bis jetzt erreicht? Wir müssen tatsächlich gegen Stufe 7, 8 Mobs taktisch vorgehen. Weil wir so unglaublich wenig Damage machen. Jeder zweite Angriff verfehlt oder pariert, ausgewichen oder pariert wird. Aber das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. 4,14 DPS. Was hat eine Levelwaffe auf diesem Level? 15 DPS? Komm. Er ist Stufe 9. Stufe 9 Gegner sind in Ordnung. Bei Stufe 10 Gegnern. Naja, ihr habt es gesehen. Ich kann mal kurz gucken. Nahkampf, Trefferchance. Hier, sieht man es sehr schön. Gegen Stufe 8 Gegner 3%. 9, 4,5, 10, 6%. Und Mobs der Stufe 11 oder Totenkopf 7,5%. Das klingt jetzt nicht nach so viel, aber das ist eine ganze Menge, glaub mir mal. Ja, trink deinen dämlichen Mist. Ah, ganz knapp. Fast hätte ich ihm noch einen Hinrichten geben können. Schon wieder nicht. Komm, komm du. Du. Nur immer einzeln nacheinander. Und zack. Seht ihr, das war diesmal optimal getimt beim Siegesrausch. Also im Moment kann ich nichts mehr. Jetzt kann ich wieder heldenhafter Stoß wirken und jetzt hinrichten. Zack. Ja. Stufe 10 Gegner sind leichte Herausforderungen für mich. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe erst die Hälfte. Ich habe erst die Hälfte. Richtiges Hardcore-Leveln hier. Und zwar nicht wegen der Dauer, sondern weil man einfach Hardcore-schwere Gegner hat. Beziehungsweise einfach mal Hardcore-schlecht equipped ist. Komm. Wieder nichts. Ja, da sind zwei. Das ist mir zu riskant. Hier ist einer. Verfehlt. Benutzt deinen dämlichen Kacktrank, ey.
sind echt diese Stufe 10 Gegner. Na komm, hinrichten, hinrichten, hinrichten. Schon wieder verfehlt. Ah, der ist aber auch Stufe 10. Guckt euch das an. Guckt euch das an, ey. Okay, jetzt treffe ich ein paar Mal. Wenn der gleich trinkt, dann werde ich ihn anchargen. Vielleicht unterbricht das ja. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Jetzt müsste er. Nee, macht er nicht mal. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Das ist der nächste auf meiner Liste. Ah, so langsam. Habe ich den Dreh raus, wie man mit diesen Mistviechern umgehen muss? Na, den Leinenstoff möchte ich doch sehr gerne mitnehmen. So, wen nehmen wir denn als nächstes hier? Nicht den Murloc Fühler, den da. Der andere ist auch gekommen. Stufe 10, Stufe 10, jetzt sind es 3. Vergiss es. Too much. Will ich mich zerpflücken. Sehr schön, jetzt sind die wieder weg. Das waren auch 2 da, ne? Ja. Boah. Ja, nehmen wir den. Nehmen wir den. Komm, 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 komm. Sehr schön. Ist noch einer. Sehr schön. Verfehlt, pariert, pariert. Verfehlt. Ausgewichen. Oh, das ist doch echt nicht wahr. Wenn wenigstens wieder Schlag treffen würde, ne? Das heißt, er oder ich. 6 von 8. Noch 2 Stück. Komm, du bist der Nächste auf meiner Liste. Da ist auch gleich ein Waldbär, den nehme ich als Nächstes. Na, hinrichten. Na gut. Nichts drin. Also, bei den Murloc-Flossen ist es definitiv so, dass die Drop-Chance bei maximal 20% ist. Höher ist die nicht. So schlecht. Wie viel habe ich da mittlerweile von umgelegt? 15, 20? Ich habe erst 6 von den Schuppen. Na komm her. Für dich habe ich jetzt gerade noch die Energie. Du Murloc-Futterwühler. Hinrichten. Ihr wollt mich doch verarschen. Komm, krieg den da, ohne dass der andere Kumpel da kommt. Nein. Ja, und die sind beide Stufe 10. Es macht keinen Sinn, mich mit denen zu kloppen. Die würde ich nur mit einem Haufen Schwein besiegen. Der ist Stufe 9, der ist Stufe 9. Okay, die könnte ich schaffen. Okay. Auf geht's. Leider kein Heiltrank oder ähnliches. Scheiße. Jetzt müsste ich eigentlich wegrennen. Aber da ich mit dem Wegrennen auch nicht weit kommen würde. Ja.
Normal sterbe ich die ersten 30 Level nie. Normal sterbe ich die komplette Vanilla-Gegend nie mit Level Gear. Nie. Ich bin, weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich im Low-Level-Bereich gestorben bin. Wenn ich nicht gerade von irgendeinem, keine Ahnung, Hordler umgenietet wurde. Von irgendeinem High-Level-Hordler. Naja, wenigstens hat er mir eine Murloc-Flosse hinterlassen. So, jetzt bist du dran. Waren die Futterwühler die, die sich geheilt haben? Ich war das letzte Mal ein bisschen zu langsam. Oh, nee. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Jetzt. Ja, sehr schön. Assi. Mein Gott, ey. Hui. Dem habe ich aber einen schönen Strich durch die Rechnung gezogen. Na los, komm. Ja, kommen sie beide. Warum auch nicht? Sie sind immer so feige und kommen immer im Zweierpack. Haben zwar jeder für sich allein schon mehr Leben. Okay, der Murloc Laura nicht, aber ansonsten... Komm her. Jetzt haben sie schon so viel mehr Damage gemacht als ich. Unfassbar. Unfassbar. Das ist echt. Eine dreckige Scheiße. Sorry, aber endlich. Bitte grinden ein bisschen. Wollte mich. Die wollen mich echt verarschen. Das ist zu weit entfernt. Noch nicht genug Wut. Dreckiger Questguide. Na komm, hinrichten. Ja, ich werde das jetzt natürlich machen. Mir bleibt ja keine andere Wahl. Aber ich werde das nicht einfach nutzlos machen. Ich werde dann schon hier grinden in der Ecke, wo ich schon meine anderen Quests machen kann. Na los. Zack. Zwei bis drei Mobs noch. Haben wir gleich den nächsten Freiwilligen, aber jetzt hole ich mir das Holz. Zack, 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 zack. Und jetzt umhauen. Parieren. Wie konnte ich es wagen? Ich werde diesmal einen Dreiteiler machen. Heißt, ich werde jetzt hier 45 Minuten aufnehmen und dann in drei Parts splitten. Oh, ein schöner Lag gerade. Warte mal ganz kurz. Muss mal kurz checken. Jo, nö. Passt noch vom Speicher. Muss mir keine Sorgen machen. Aber diese Sekunden-Lags, die ich, also das waren ja, am Anfang hatte ich welche, ja. Aber dann ging es jetzt hier die ganze Zeit wieder. Das gerade, das hätte an meiner Festplatte liegen können, dass die Kapazität einfach nicht mehr ausreicht. Und execute. Na? Jetzt. Ihr habt eine neue Kampfhaltung erlernt. Ihr Innenverteidigungshaltung verursacht ihr weniger Schaden als in Kampfhaltung. Dafür seid ihr aber schwerer zu töten. Die Verteidigungshaltung ist am besten für die Tankrolle geeignet. Da sie es euch ermöglicht, andere Spielcharaktere zu schützen.
Aha.